Das Atta-Probenset kostet, glaube ich, 220, wenn ich mich nicht irre. Sündhaft teuer. Und witzigerweise hatte ich auf Instagram gefragt, ob jemand dieses Set hier vielleicht besitzt und das verkaufen möchte. Und die Magie des Internets hat wieder zugeschlagen, beziehungsweise die Magie meiner Community. Mir hat jemand tatsächlich dieses Sample-Set für einen recht guten Preis verkauft. Ne? Also nicht Retail, ich habe kein Retail bezahlt, aber war schon ganz in Ordnung. Und genau, der Benny. Liebe Grüße an Benny. Benny hat mir das hier für einen sehr guten Preis verkauft, hat meine Story geschaut, hat gesagt, ich möchte das loswerden, hat es mir verkauft. Und deshalb kann ich jetzt endlich diese Attas testen. Übrigens, Freunde, sehr, sehr traurige Geschichte. Ich habe ja öfters jetzt schon bei Amouage angefragt, ob die mich vielleicht auf ihre Seeding-Liste setzen, weil ich sehe, dass ganz, ganz viele internationale Influencer alle immer Proben von Amouage in den Popbiss geschoben bekommen, wie man sagt. Und da habe ich dann leider noch keine Antwort bekommen. Also, Amouage, falls ihr dieses Video seht, ruft mich gerne mal an oder schreibt mir eine E-Mail, denn ich würde mich wirklich freuen, euch ein bisschen meine Marketing-Power zur Verfügung zu stellen. Ja, natürlich im Austausch gegen zumindest mal so ein Flakon, das wäre ganz nett. Ja, dass ich nicht immer hier wie so ein Räudiger die Proben Secondhand kaufen muss. Nee, Spaß, Freunde. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Aktion von dem Benny und deshalb vielen Dank an der Stelle. Gut, erstmal das Sample-Set. Ich finde es ganz cool aufgemacht. Ja, es hat magnetischen Verschluss und hier stehen dann halt die Samples drauf. Hierhin stehen auch die Inhaltsstoffe drauf, leider aber nicht die Duftnoten. Wo ich mir denke, Freunde, wäre das jetzt zu viel verlangt gewesen, da irgendwo noch die Duftnoten drauf zu klatschen? Aber okay, jeder so wie er mag. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Attars und wir haben hier jeweils verschiedene Inhaltsstoffe, wo die drum gemacht sind. Ne? Also Iris, Rose, Vanille, Incense, also Weihrauch, Safran und Oud. Klingt ganz in Ordnung und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Düfte hier so können. Ich werde natürlich gerne auch parallel die Düfte raussuchen auf der offiziellen Amouage-Website, dass wir auch sehen können, was da so alles drin ist, ne? Weil ja eben die Frage kam, das Originalset kostet 185 Euro, sehe ich hier gerade. So, womit fangen wir denn an? Was wollt ihr denn sehen? Iris, Rose, Vanille, Weihrauch, Safran oder Oud? Was interessiert euch? Ich kann, glaube ich, schon erraten, was euch interessiert. Aber sag mal. Okay, komm, wir fangen mit Oud an. Das wollen ja alle sehen, ne? Alle sind ja Oud-Heads, so wie ich. Und da ist ja auch gut zu wissen, dass in diesem Sample hier, weil ich habe es heute schon getragen, wahrscheinlich gar kein Oud drin ist, Freunde. Aber dazu kommen wir gleich. Okay. So, das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil ich muss diesen kleinen Stöpsel hier, muss ich jetzt auf meinen Teststreifen dabben. Okay. Testerfahrung mal auf eine andere Art und Weise hier. Shit aus, Sibylle. Komm, mach. Komm, pack ein. So, jetzt habe ich die halbe Suppe am Finger hängen. Vielen Dank. So, aber wir sehen, da ist auf jeden Fall ein bisschen was am Lümmelmann dran vorne. Ich lese mal vor, was hier steht. Wir gucken jetzt erstmal, ne? Wir haben ja diesen Oud, habe ich jetzt hier drauf getan. Übrigens die Namen, Freunde, ich weiß nicht, wer sich diese Namen hat einfallen lassen, aber 540 Euro für ein Attar, erstmal grundsätzlich eine ziemliche Ansage. Ja? Also 540 Euro oder Dollar, da muss auf jeden Fall einiges passieren und einiges an echtem Oud auch drin sein, damit das wirklich ballert. Aber okay, wir gucken erstmal. Kann ja sein, dass das ganz gut riecht. Ne? Was steht hier an Duftnoten? Hier steht The Raw Animality, also die brutale Animalik von Oud Assam wird verbessert mit der intensiven Rauchigkeit von Birkenteer. Und gezähmt von einem großzügigen Teil Vanille. Der reine Ausdruck von Oud, so königlich und lavisch, bla bla bla. Ne? Also, Oud auf jeden Fall, angeblich am Start. Was mich am Anfang sehr stark gekriegt hat, war wirklich diese Birkenteernote. Also Birkenteer, ich habe letztens ja, ich entwickle ja aktuell einen eigenen Duft, wie wir alle wissen. Und ich war vor knapp 2 Wochen jetzt beim Parfümeur und habe mir mal so ein paar Inhaltsstoffe angeschaut. Weil ich wollte auf jeden Fall Safran in den Duft drin haben und habe auch überlegt Birkenteer, weil ich hatte halt Falcon Leather als einen meiner absoluten Lieblingsdüfte und ich weiß auch, dass mir dieser Duft sehr, sehr gut steht. Also habe ich einfach gesagt, lass mal Birkenteer riechen, wie das riecht. So, ich kann sagen, Freunde, Birkenteer, falls ihr es noch nicht gerochen habt, riecht halt wirklich wie so kalter Rauch. Das heißt, ihr habt irgendwie ein Kaminfeuer und das ist komplett abgekühlt und dann so dieser kalte Rauch, der noch in der Luft hängt. So riecht Birkenteer, beziehungsweise so ein bisschen wie auch so eine Teermaschine. Aber ich fand nicht so krass, sondern wie verbranntes Holz, genau. Das ist so das, wie ich es gerochen habe. Und hier bei diesem Oud-Öl rieche ich zuallererst mal nur dieses verbrannte Holz. Also Birkenteer plus Vanille. So, ich muss sagen, ich habe den ja auch auf der Haut getragen. Am Anfang dachte ich so, das kann nicht sein. Ja? Also wirklich riecht komplett anders als alles, was ich von Oud kenne. Dann, Freunde, nach 2 Stunden kam dann plötzlich das Oud. Ich rieche es jetzt nicht mehr, was kein gutes Zeichen ist, weil Oud halt
Der reine Rohstoff hält einfach ewig, ja. Aber ich habe es dann eine ganze Zeit lang gerochen und ich kann euch sagen, ist auf jeden Fall nicht so viel echtes Oud drin. Weil ich habe bei dem Parfümeur auch einen von zwei synthetischen Oudstoffen zu riechen bekommen. Also er hat mir das wirklich in so einer fetten Kanne hat er mir das gezeigt. Und das ist halt einfach so dieser synthetische Oud-Akkord. Also dieser Oud-Akkord, den alle kennen, aber aus verschiedenen Düften halt, weil das überall verwendet wird. Niemand in der westlichen Welt verwendet wirklich viel natürliches Oud, weil es einfach viel zu teuer ist. Und was soll ich sagen, Freunde? Dieser Akkord ist halt genau das, was dann bei diesem Oud-Attar für $540 kommt, so als Akkord. Also die labern hier. Also sorry, wenn ich an dieser Stelle jetzt wirklich, schon einfach abzocke, oder? Genau, also sorry, wenn ich an dieser Stelle jetzt auch wieder ein paar harte Worte finden muss. Ich habe ja gesagt, jetzt in dem Stream, heute ist der Kai ein bisschen direkter, ja? Aber ganz ehrlich, Assam Oud, mein Arsch, Alter. 540 Euro für 2 Gramm Synthetik Oud, du kannst mich mal, ja? Also auf gar keinen Fall. Verwendet der Parfümer denn auch echtes Oud? Sehr gut, dass du fragst, Benjamin. Natürlich verwendet der Parfümer echtes Oud und eventuell wird in meinem Duft ja auch echtes Oud drin sein. Mir wurde gesagt, also erstmal die Samples, die fünf ersten Entwürfe sind fertig von dem Parfum. Die müssen jetzt noch ein bisschen reifen, dann werden die mir zugeschickt. Dann werde ich die natürlich auch hier zeigen, keine Frage. Mir wurde aber gesagt, er hat natürlich meine Wünsche respektiert und was mit Oud gemacht. Er hat aber auch noch 2 gemacht, wo kein Oud drin ist und die auf meinen Charakter oder auf meine Persönlichkeit zugeschnitten werden, weil er das halt immer macht. Also er versucht auch immer so die Person zu sehen und dann halt den Duft auch ein bisschen zu variieren, so wie er findet, dass das der Person gefällt. Finde ich auch, der Typ ist einfach geil. Ihr werdet ihn noch kennenlernen und ich werde auch ein Interview mit ihm machen und so, wenn es soweit ist. Das wäre aber sehr, sehr, also der ist echt ein super, super geiler Typ. Aber okay, Nachteile von echtem Oud ist halt, dass es wahrscheinlich Batch Variations geben wird. Das ist der Punkt, warum die meisten Hersteller kein echtes Oud verwenden, weil das Ding ist halt nicht ohne Grund so teuer, weil es nämlich sehr, sehr selten ist. Es ist sehr schwierig zu bekommen. Es ist sehr selten. Wenn du gutes Oud haben willst, ist es sehr selten, ist sehr teuer. Und natürlich, wenn es weg ist, ist es weg. Ne? Also das ist halt das Ding. Das heißt, Amouage könnte wahrscheinlich nur so eine kleine Auflage der Öle produzieren und dann wäre halt weg. Ne? Das heißt, aus Gründen der finanziellen Bereicherung, ja, verzichtet man dann wahrscheinlich drauf. Vielleicht bist du ja richtigerweise einfach zu ehrlich für ein Sponsoring. Ja, das kann schon sein. Auf jeden Fall, Freunde, es ist schön. Also das Attar ist schön. Wenn man jetzt diesen synthetischen Oud-Akkord mag, also dieses typische Oud, was du überall findest, in der konzentrierten Variante, sehr schön. Ja, kann man auf jeden Fall nichts gegen einwenden. Aber für 540 Euro erwarte ich persönlich den echten Rohstoff. Und der Punkt ist halt, da wird auch echtes Oud drin sein. Also man schreibt ja nicht hin, da ist echtes Oud drin, wenn da gar nichts drin ist. Da kommt ja dann der Anwalt und sagt, hey, schau mal auf deine Website, da steht echtes Oud, du hast kein echtes Oud drin, du verarschst hier die Leute. Natürlich ist echtes Oud drin, aber die Frage ist, wie viel? Da wird also ein Tropfen drin sein und der Rest ist Synthetik. Genauso ist es halt. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ne? Also ist ganz schön, wenn es auf der Haut ist, kann ich auch ehrlich sagen, aber für den Preis, no, no. Auf gar keinen Fall. So viel schon mal zu dem Oud. Wie es jetzt um die anderen Rohstoffe aussieht, weiß ich natürlich nicht. Okay, das war jetzt die Nummer 6. Dann probieren wir gerne mal jetzt den Safranduft. Oder Iris? Okay, Blue Beanie will Iris. Komm, dann mache ich mal Iris jetzt. Schauen wir uns das gerne mal an. Ich suche den auch gerade mal raus. Die sind übrigens alle unisex, ne? Also können sowohl von Frauen als auch von Männern getragen werden. Also hier steht auf jeden Fall The Graceful Iridescence of Orris Butter. Also das anmütige Strahlen, glaube ich, von Iris Butter. Ja, entfaltet sich in einem Nebel von fleischlichen oder von, ja, sinnlichen weißen Moschusarten. Shimmering with hues of milky sandalwood, also mit milchigem Sandelholz im Hintergrund. Eine friedliche Ode an die Obstgärten von Wakan, wo Aprikosen, Bäume jeden Frühling blühen. Ah ja, okay, gut. Also ich sehe hier Sandelholz. Das lässt nicht Gutes vermuten, ja, weil bei Sandelholz, ehrlich gesagt, dieselbe Geschichte wie mit Oud, das einfach auch nicht viel mehr von dem echten Zeug so zu haben ist. Man deshalb auf Synthetik zurückgreift. Ich habe in diesem Fall aber tatsächlich keine synthetischen Sandelholzarten getestet, ja. Aber deshalb werden wir jetzt erstmal einfach nur den Duft bewerten. So, wieder den Lümmelmann in die Flasche rein. Na, komm. Ah, nicht zu viel. So. Okay. Boah, der Junge, das ist wirklich ein Akt hier, ne? So, jetzt habe ich hier einen guten Siffer drauf. Ja, ist schön. Also ist eine schöne grüne Blüte, ne? Ist eine Blüte mit so einem grünen Akkord da im Hintergrund. Diese Obstgarten-Thematik verstehe ich. Weiße Moschusarten, ja, gut. Ist halt ein bisschen pudrig. So eine cremige Basis, ne? Also, ja, ist in Ordnung.
Sehe ich hier. Okay, also hier muss ich sagen, finde ich auch einen ganz schönen Duft. Das ist halt so ein super, super eleganter, cremiger, heller Blütenduft. Erinnere mich persönlich echt ein bisschen jetzt an den Apollonia von Serjoff, ne? Also, weil der war ja auch mit Iris und mit weißem Moschus und mit Blüten, hellen Blüten und sowas. So in diese Richtung geht das. Ist ein bisschen grüner, hat ein bisschen Sandelholz drin, also zumindest so diesen Akkord. Und ja, sehe ich jetzt aber eher so an einer Frau. Also, das wäre tatsächlich was, das würde ich eher so an einer Frau sehen. Aber ja, also der hier ist okay, ne? Hellblütiger Duft mit cremigen und pudrigen Noten, ne? Ist halt. Hat man jetzt schon mal gerochen, ist aber, finde ich, ganz schön umgesetzt. Was kostet der Lachs? Schauen wir nochmal. Was steht denn hier, mein Junge? 490. Ach, ein Schnapper. Das ist ja viel günstiger als der Duft mit echtem Oud. Muss ja auch, also kann ja auch nicht teurer sein, weil die Inhaltsstoffe sind ja gleich. Ist ja gleiche Qualität. Ist ja beides Synthetik. Mensch. Nee. Okay, ich will gar nicht so groß haten. Okay, als nächstes möchte ich mal den Rosenduft riechen. Rose Accor. Ich krieg's wieder nicht drauf. Also wieder, wir kennen das Spiel. Ich habe neuerdings so eine Fasten-App, die sagt mir jetzt, ich soll Wasser trinken. Soll ich wirklich, weil ich habe Durst. Aber jetzt schön tief reingesteckt, das Ding. Guck dir das an. Das ist sich richtig. Ah, oh, lecker. Okay, sorry. Kam der Autismus wieder durch. Ein rosa Attar. Mhm. Sehr ungewöhnlich auf jeden Fall. Wir gucken mal, was die Seite sagt dazu. Ne? 490 Euro. Okay. Und da steht jetzt: A lush blend of precious rose blooms. Amidst a radiant heart of frankincense and a pearly haze of sandalwood. Also wieder Sandelholz, Weihrauch und Rose. Und angeblich ist es halt ein Tribut an Al-Accor, also so eine Oase, wo die seltensten Rosen der Welt immer noch wachsen. Heißt natürlich nicht, dass die seltenste Rose der Welt hier drin ist. Ne? Aber wer weiß, wer weiß. Ich finde es auf jeden Fall ist ganz lecker. Ich rieche eigentlich denselben Grundakkord raus wie bei dem Iris-Ding. Ist für mich irgendwie so die gleiche Basis, nur das eine ist halt so diese cremige, pudrige Iris, das andere ist halt Rose. Hat auch wieder so dieses Grünliche und ja. Man muss sagen, das ist schon, also es ist schon, ich habe nicht viele Attars gerochen, die so riechen. Das ist jetzt nicht so ein klassisches orientalisches Attar. Also viele arbeiten ja mit Rose. Ja, ist auch in Ordnung. Würde ich auch jetzt keine 500 Euro für ausgeben. Also allgemein so von dem Preis her würde ich sagen, einfach 200 Euro, ja. Hätten sie jetzt gesagt, sie packen da Teifrose rein, wäre für mich schon was völlig anderes, weil Teifrose ist einfach unbezahlbar. Dasselbe eigentlich nur in Rose, was wir gerade schon hatten. Vanilla Barker als nächstes. Vanille, Freunde. Seltener ist immer teuer, ja. Also ich finde, man merkt so ein bisschen, die wollen das natürlich einem verkaufen. Ne? Wenn ich mir jetzt anschaue und vielleicht auch so ein bisschen als Rechtfertigung, warum ich hier so abkacke auf den Preis und so, ja. Ich suche euch einfach mal so ein paar Attars raus. Was haben wir denn? Maison Anthony Marmin. Ja, das ist halt so ein Hersteller von Attars. Und ich kann euch nur mal so ein bisschen zeigen, was so der Referenzrahmen für so ein Duftöl ist, dass ihr das so ein bisschen besser versteht. Weil ich will natürlich nicht hier die Marke einfach haten und sagen, die machen irgendeinen Bums für 500 Euro, was soll das? Ohne dass man auch in Verhältnis setzt, wo die normalerweise liegen. Bestseller, ja. Schauen wir uns jetzt einfach mal an hier. Sheikh Al-Faranzi oder Oud Sumatra, whatever. Da wird bestimmt auch ein großer Teil synthetisches Oud drin sein. Aber wir gucken jetzt einfach nur mal, was so 3 Milliliter, das wäre ungefähr so die Größe von dem, was die hier auch haben, ja. Ich weiß nicht, wie viel, die werden es vielleicht in Gramm angeben. Ne, 12 Milliliter, okay. Dann schauen wir uns mal die 12 Milliliter an. Das wäre ein regulärer Preis, 140 Euro, ja. Und ansonsten, wir können auch mal schauen. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie mal so ein bisschen. Kann ich das nach Preis sortieren? Nee. Okay, wir schauen mal Oud Sumatra an. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein. 105 Euro, okay. Und Oud Al-Amir ist 83 Euro, ja. Also, ihr versteht, was ich meine, ne? Und die Sachen, die sind gut. Also, das sind richtig, richtig gute Duftöle. Die sind zwar nicht so gut wie zum Beispiel ein Ensa-Oud. Also, wenn ich mir jetzt hier mal Ensa-Oud anschaue, das sind Sachen, die kannst du eigentlich, also die kann sich ein Normalsterblicher nicht leisten, ja. Nur um das mal so zu sagen, ja. Aber wenn man sich jetzt hier mal so ein Attar anschaut, EO Classic oder whatever, ja. Hier den Number 3 Attar, das wäre jetzt so ein Rose-Oud-Duft, ja. Nehmen wir uns den einfach mal vor, komm. Da zahlst du halt für 3 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, also 3 Gramm, ich glaube, das ist ungefähr so die Hälfte von dem. Ich bin mir aber nicht sicher. Zahlst du halt 350 Euro. Okay, das würde jetzt drüber liegen. Aber ganz ehrlich, Freunde, Ensa-Oud Natural. Also 100% oder zumindest zum großen Teil Natural. Und das riecht man raus, ja. Also es ist sehr, sehr krass.
Und nur, dass ihr das halt wisst, dass dieser Preis von Amouage einfach auch wahrscheinlich sehr, sehr viel mit dem Marketing von denen zu tun hat und nicht unbedingt jetzt mit der Qualität der Stoffe, die da drin sind. Wie gesagt, bei dem Oud riecht man es sehr deutlich raus. Bei den anderen, ich kenne mich jetzt, stecke jetzt nicht zu tief drin in der Materie, aber ich bin mir sicher, wenn ich das meinem Parfümeur zeige, wird der sagen, ah, mein Freund, so riecht es nicht. Aber okay. Okay, Vanilla Barker ist so der erste, wo ich sagen würde, dass der nicht sein Geld wert ist. Nee, Spaß. Nee, Spaß. Also ist schon okay, ist halt ein Vanilleduft, ne? Wo ist der denn überhaupt, Freunde? Ach, ich habe ihn schon geöffnet, guck mal. Ja, ist ja auch von meinem Lieblingsparfümeur, sehr geil. Ich sehe es hier, ne? Dominique Ropion. Sehr gut. Eine süße und dekadente Vanille, verschmilzt mit Tonkabohne, okay, wow. Und mit, hier, Frankincense, also Weihrauch. Ja, ist halt genau Programm. Fühlt sich genauso an wie ganz, ganz viele Düfte von dem Fave Delicious von Dior bis hin zu dem Tonka Imperial oder zu dem Tonka Velvet Tonka von BDK. Ist alles irgendwie so in diesem Bereich, weil es alles mit Vanille und oder Tonkabohne arbeitet. Und genau so riecht es, ne? Also wer eine Duftölversion davon sucht ohne Alkohol oder mit wenig Alkohol, der wird sich hier, glaube ich, ganz gut wohlfühlen. Hat wirklich ein bisschen mehr Gewürze, muss man sagen. Also ist dieses Frankincense, also Weihrauch, rieche ich da schon stark raus. Ist aber okay. Nur nicht, ja, für 500 Euro weiß ich nicht. Aber ist okay. Immer noch teuer, aber ist okay. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch Incense Rorian, den Weihrauchduft. Ah ja, okay. Das ist jetzt der erste. Boah, jetzt kommt, also ohne Spaß, Alter, wie die fucking Ketchupflasche, ne? Erst kommt gar nichts und plötzlich kommt alles. Okay. Eieiei, okay, also. Incense, dieser Weihrauchduft, ist jetzt wirklich was, wo ich sagen würde, dass das sehr, sehr gut, also zumindest sehr gut gemacht ist. Also hier haben sie wirklich einen guten Job gemacht, weil man würde fast glauben, dass da sehr viel Weihrauch drin ist. Shines bright against the dark veil of oak moss and the hushed warmth of Virginian cedarwood. Also Zedernholz, Eichenmoos und Weihrauch. Finde ich gut. Hat auch ein bisschen was von schwarzem Pfeffer. Also ich rieche sehr, sehr viel Pfeffer daraus. Ich glaube, dass die das nutzen, um diesen Weihrauchakkord auch weiter aufzubauen. Zedernholz am Start und ja, ist schön eingefasst. Also so dieser Weihrauch ist ja auch immer so ein bisschen, Weihrauch hat ja an sich so eine ätherische Ölnote, also so ein bisschen rauchig und scharf und aber auch eine sehr runde Komponente, was sehr weiches, rundes. Und das haben die sehr schön zusammengepackt in dieses Zedernholz. Also es ist irgendwie eingelassen, so dieses Zedernholz und ein bisschen schwarzer Pfeffer drüber. Vielleicht etwas so in Richtung von Matsu Duro oder Oxford, so von der DNA her. Immer noch kein richtiger Orientduft, wenn wir ehrlich sind, aber ganz schön gemacht. Also dieser Weihrauchduft ist gut gemacht, aber ich glaube, also ich meine, das Fazit werdet ihr euch ja denken können. Aber okay, kommen wir noch zum letzten Duft, nämlich Saffron Hamra, also ein Safranduft. Und wie wir alle wissen, bin ich ein sehr, sehr großer Safran-Fan. Wir gucken hier auch mal gerade wieder in die Noten rein. Supreme Opulence of Saffron. Also Rose haben wir, Safran und ledrige Rauche, Lederrauch, whatever, von Holz. Also, so, das ist jetzt der Safranduft, okay. Ich rieche da auch wieder Vanille raus. Tatsächlich auch wieder diesen Oud-Akkord von dem anderen Duft. Guck mal, wie gelb der Streifen ist. Ist das nicht witzig? Mega witzig. Ja, ist auch so mit einer der, die mir am besten gefallen, ne? Muss ich sagen. Ja, ist ganz schön. Also für mich ist da auch sehr, sehr viel dunkles Holz drin, also udig so in die Richtung, plus halt Safran, plus noch eine ziemlich dunkle Rose. Ja, finde ich auch schön. Okay, also ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich habe so ein bisschen mal eine Einordnung jetzt vorgenommen, ja, was ich für mich sage, was gut ist. Zu den Amouage Attars, letzte Meinung jetzt an dieser Stelle. Ich fand den Safran fand ich ganz gut, ja, den Weihrauchduft fand ich ganz gut, obwohl das halt, ja, das ist halt so Bois d'Argent sehr konzentriert, ne? Bois d'Argent sehr konzentriert trifft es. Und den Oud-Duft fand ich ganz gut. Aber trotzdem muss man bei allen dreien sagen, Freunde, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, ja? 500 Euro für den Kram ist viel zu viel Kohle. Und deshalb, ich bin da auch jetzt so ein bisschen abgekackt drauf, weil ich finde es einfach frech, so viel Kohle dafür zu verwenden, wenn in dem Oud-Öl, da ist halt einfach Synthetik drin, so. Sehr, sehr schockierend. Ja, also das ist meine Meinung zu den Amouage Attars. Vielen Dank nochmal an Benny fürs Sponsern von dem Ding und ja, ich glaube, das darf jetzt dann noch weiterziehen, ne? Weil ich sehe nicht, dass ich die jetzt in meinem Alltag trage, weil dafür finde ich sie wirklich nicht spektakulär genug.